Hallo und schön, dass du da bist. Drohnen bieten ein großes Potenzial, gewerblich als auch privat. Immer mehr Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision, von Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind da deshalb Regeln besonders wichtig. Aus diesem Grund hat das BMVI klare Regeln für die Nutzung von Drohnen in Deutschland herausgegeben. Naja, mehr oder weniger klar. Mehr dazu gleich. Hallo, mein Name ist Alex. Ich mache Vlogs, cinematische Videos und Videos zu den Themen Fotografie, Video und Drohnen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Um sich mit dem Thema Drohnen auch in Deutschland auseinanderzusetzen, ist es wichtig zu wissen, welche Quellen wichtig sind. Folgende Ressourcen habe ich jetzt angezapft: das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI, ein paar Landesluftfahrtbehörden, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung BAF und die deutsche Flugsicherung DFS. Im Zuge meiner Recherche habe ich ein zweiseitiges PDF vom Bundesministerium gefunden, in dem die wichtigsten Regeln erklärt sind. Auf Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 Gramm muss einmal eine Plakette mit Name und Adresse des Betreibers angebracht werden. Wiegt die Drohne mehr als 2 Kilogramm, muss außerdem noch besondere Kenntnisse des Piloten nachgewiesen werden. Ist die Drohne schwerer als 5 Kilogramm, braucht man zusätzlich eine Aufstiegsgenehmigung von den Landesluftfahrtbehörden. Wer sein Flugobjekt ausschließlich auf Modellflugplätzen fliegen lässt, für den ändert sich nichts, der braucht nichts Spezielles. Soll jedoch die Drohne außerhalb von Modellfluggeländen betrieben werden und in einer Höhe von über 100 Meter geflogen werden, braucht man einen Kenntnisnachweis sowie eine behördliche Aufstiegs- bzw. Ausnahmeerlaubnis von den Landesluftfahrtbehörden. Es dürfen keine Personen und Sachen gefährdet werden und der Betrieb von Drohnen über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, An- und Abflugbereichen von Flughäfen ist verboten. Außerdem darfst du mit einer Drohne, die schwerer ist als 250 Gramm, nicht über Wohngebieten fliegen. Außerdem steht in dem Dokument, in dem PDF von der DFS drinnen, wenn dein Flugobjekt optische, akustische oder Funksignale empfangen, übertragen oder aufzeichnen kann, der Betrieb ebenfalls verboten ist und das sogar unabhängig vom Gewicht. Die letzte Regelung bzw. das letzte Verbot, das ich gefunden habe, ist ein bisschen seltsam. Aber schauen wir mal, was ich sonst noch für Regeln, Hinweise und Verbote gefunden habe. Die Webseite der deutschen Flugsicherung ist etwas spärlich mit Inhalten auf ihrer Homepage. Aber es gibt die Drohnen-App von der DFS, also die DFS-Drohnen-App, so heißt die, die für einen sicheren Flug herangezogen werden kann. Da sind etliche Informationen drin. Gut, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Verboten aus, die auf der DFS-Homepage aufgelistet sind? Kein Fliegen im direkten Flughafenbereich, das heißt in einem Umkreis von 1,5 Kilometer bis zum Zaun darf nicht geflogen werden. Kein Fliegen in den Kontrollzonen ohne Freigabe des Towers. Der Betrieb von Drohnen in Naturschutzgebieten ist ebenfalls verboten. Grundsätzlich ist auch der Betrieb über 100 Meter über Boden oder Wasser auch verboten, aber es gibt Ausnahmeerlaubnisse von den Landesluftfahrtbehörden. Generell gilt, wie beim Autofahren oder beim Radfahren auch, daher, wenn ich unter Drogen stehe oder Alkoholeinfluss stehe, darf ich keine Drohne betreiben. Nachts darf ebenfalls nicht geflogen werden, beziehungsweise nur unter gewissen Voraussetzungen, zum Beispiel Beleuchtung. Das Starten, Fliegen oder Landen oder Genehmigung des Grundstückseigentümers ist auch verboten. Und jetzt kommt noch eine kleine Liste von sensiblen Bereichen, bei denen man mindestens einen seitlichen Sicherheitsabstand von 100 Meter einhalten muss, wenn man fliegen möchte. Das wären Menschenansammlungen, Krankenhäuser, Atomkraftwerke, die sind explizit angeführt, Botschaften, Konsulate, Einsatzort von Polizei und Rettungskräften, Industrieanlagen, Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen, Justizvollzugsanstalten und militärische Objekte. Sehen wir uns nun die Vorgaben und Einschränkungen betreffend der DJI Mavic Mini an, also eine Mini-Drohne mit einem Startgewicht von weniger als 250 Gramm. Was schnell klar ist,
dass auch diese Drohne eine Versicherung benötigt, nur die Kennzeichenpflicht entfällt. Also ich habe mir jetzt einiges durchgelesen, was ich auf jeden Fall nicht gefunden habe, ist explizit eine Erwähnung von einer Maximalgrenze, also diese 79 Joule Bewegungsenergie, das steht nirgends drinnen. Das maximale Startgewicht von 0,25 Kilogramm beziehungsweise 250 Gramm habe ich jetzt auch nirgendwo gefunden. Außer den zwei besagten Quellen, DFS und BMVI, habe ich mir außerdem noch Landesluftfahrtbehördenseiten angeschaut und habe betreffend der Mini bzw. Drohnen allgemein folgende Aussagen noch herausfinden können. Einerseits ist der Aufstieg nur bei Sichtwetterbedingungen erlaubt, das ist aber selbstverständlich. Bei Nacht darf die Drohne nur mit gut sichtbaren Positionslichtern entsprechend der Sierra betrieben werden, das ist ja ein Standard. Es gibt eine allgemeine Freigabe der DFS für Aufstiege von Drohnen bis zu einer Höhe von 50 Meter über Grund und Wasser, wenn diese in einer Kontrollzone betrieben wird. Und außerhalb von Kontrollzonen ist die maximale Betriebshöhe 100 Meter über Boden oder Wasser. Sämtliche Verbote, die ich vorher erwähnt habe, betreffen natürlich auch die DJI Mavic Mini. Eine Ausnahme, die ich gefunden habe, ist, dass man über Wohngrundstücken sehr wohl mit dem fliegen kann, sofern das maximale Gewicht der Drohne die 250 Gramm nicht überschreitet und man die Erlaubnis des Besitzers des Grundstücks hat. Ansonsten gilt, wenn die Drohne nicht mehr wie 5 Kilogramm wiegt, darf diese ohne Bewilligung geflogen werden. Drohnen über 250 Gramm benötigen außerdem eine Plakette. Für den Betrieb von Drohnen über 2 Kilogramm muss der Pilot auch noch besondere Kenntnisse nachweisen. So, im Gegensatz zu Österreich darf also in Deutschland mit der DJI Mavic Mini in Kontrollzonen bis 50 Meter Höhe geflogen werden und außerhalb von Kontrollzonen bis 100 Meter. In Österreich darf man mit der Mini nur bis 30 Meter Höhe fliegen. Darüber hinaus braucht man eine Bewilligung von der Austro-Control und die kostet einiges und ist im ersten Jahr nur ein Jahr gültig und dann immer 2 Jahre, also die kann man verlängern lassen. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, wäre eine Haftpflichtversicherung und wenn du dir nicht sicher bist in der Höhe, dann fliegst du einfach nur bis 50 Meter Höhe und bist eigentlich eher sicher, würde ich jetzt sagen. Ja, ansonsten viel Spaß mit 100 Meter Höhe und das bewilligungsfrei. Wohlgemerkt, alle Informationen, die ich hier in diesem Video dir zur Verfügung gestellt habe, habe ich mir selbst zusammengesucht. Ich bin nicht vom Recht, also ich habe Recht nicht studiert, ich bin kein Rechtsanwalt und das ist auch keine Rechtsberatung. Wie gesagt, ich habe mir die Informationen alle selbst zusammengestellt, hat mich auch einige Zeit gekostet. Mitte des Jahres wird sich doch einiges ändern mit der neuen EU-Drohnenverordnung, die ab Juli in Kraft tritt. Dann sind die Regeln einheitlicher und hoffentlich auch klarer formuliert. Wenn du zu denselben Erkenntnissen kommst oder vielleicht von anderen Einschränkungen bzw. Regeln gehört oder gelesen hast, dann schreib mir doch einen Kommentar und lass mich es einfach wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.